Denkst du noch an unsere wilden Jahre? Wir waren jung, verliebt und hemmungslos, trugen ausgefranste Jeans und lange Haare und träumten von der Freiheit grenzenlos. Auch von hier oben in der Celtics Arena, willkommen im Schalker Wohnzimmer. Ich bin der Carsten, euer Tourguide. Wenn es Fragen gibt, einfach Fragen stellen. Raushauen ist natürlich klar. Die erste Frage kommt von mir. Wir schauen mal auf den Boden. Wir sehen sehr eigenartige Farben, kann man sagen. Rechts und links sind ja eher die Farben der Rivalen, kann man sagen. War das ein Baufehler? Oder warum ist es jetzt genauso? Das ist der Toleranzfaktor. Wir haben die Rasenheizung drin, Bewässerungsanlage, Entwässerung, Kies und Sand. Macht zusammen 1,50 in der Betonwanne. Was glauben Sie, wie viel wiegt unsere Rasenwanne? So, nehmen Sie ruhig Platz. Am besten auf der Seite hier. Kann man am besten hier runterschauen. Einmal Platz nehmen. Sind noch ein paar Plätze frei. Wir waren ja dazu gezogen. Wir haben gesagt, wir würden das in ihrem Leben nicht nochmal machen. Jetzt bei UEFA-Spielen anders, wie bei der Champions League, die gerade noch abgedeckt sind. Wir sehen noch keinen Teil, der offen ist da, diese Absperrung, die drauf bewegt wird. Also die jetzt gerade hier reingefahren von rechts nach links, da muss nicht bewegt werden, es passt von der Höhe her. Wir müssen nichts hochheben, quasi es passt. Aufgebaut vor der Südkurve natürlich auch. Hängt davon ab, wer zu Gast ist. Auch so zwischen der Mitte und der Südkurve. Anders, 2006 war auch die WM zu Gast im Ausstand. Bis 36 Quadratmeter, das sieht ein bisschen aus. So groß wie eine 1,5 Zimmerwohnung, wie bei mir in Erde, da passt alles drauf. Große Außenarm ist dann 412 da war. Ich weiß gar nicht, wie viel sind Falter quasi. Ich würde mal tippen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Es war nämlich vor zwei Jahren Dienstagabendspiel. Wir haben hier vorne einen Hinweis auf dem Hinweisschild. Wir bitten Sie, die Mundlöcher freizuhalten. Schauen Currywurst auch, denn man kann als Schalker eigentlich ein Training verfolgen. Ist in der Regel öffentlich, man kann hingehen, Fotos machen, Autogramme holen natürlich auch. Jetzt seit 11 Uhr ist hier ein Training. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich schaffen werden natürlich noch. Also man könnte auch mal nochmal vorbeischauen und mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Die werden ja wohl ein paar Stunden trainieren. Auch gemacht. Wir haben also 32 von diesen Kiosken. Man kann Schalke oder mal hier dann so aufladen und damit bezahlen. Wenn man jetzt häufiger vorbeikommt, das Geld bleibt auf jeden Fall drauf. Ist kein Problem. Oder wenn jetzt man sagen würde, ich komme nie wieder, was nicht vorkommt, natürlich auch auszahlen lassen. Charlie Neumann, über 50 Jahre. Ein G vorgeschlagen, alle d'accord. Kann man sagen G, genau. Es ist ein G, nämlich dieser weiße Bereich, der weiße Bereich hier drumherum soll ein G darstellen. Nicht für Gazprom, sondern für Gelsenkirchen. Nicht verwechseln. Also G steht für Gelsenkirchen, denn das ist ungefähr 1928 entstanden. Da hat die Stadt dem Verein geholfen beim Bau vom ersten Stadion. Das hat dann das G aufgenommen als Dankeschön, das Vereinslogo. Ja, der Höhepunkt Ihrer Karriere. Ja, aber die ist immer im Gespräch geblieben. Richtig. So, gut durchkommen, wir haben noch ein bisschen Platz hier vorne. Alle können was sehen. Ja, hier sind wir jetzt im Medienbereich von Schalke. Das heißt, hier halten sich natürlich die Reporter auf Journalisten an so einem Spieltag. Und hier sehen wir so ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Geschichte, aus der Mediengeschichte von Schalke. Auf der rechten Seite zum Beispiel Rudi Gutendorf, Riegel Rudi im Interview zum Beispiel. Und hier sehen wir auf der linken Seite Oskar Siebert im Interview mit einer ZDF-Reporterin. Wird doch noch bekannt gewesen sein, würde ich mal sagen. Ja, Schalke 05. Carmen Thomas, legendärer Versprecher, mittlerweile sehen wir es mit Humor. Damals natürlich ein großer Protestaufschrei. Nur die Klassiker Frauenfußball war eine andere Zeit. Mittlerweile sucht Sky gezielt Frauen. Fast nur noch Frauen am Bildschirm. Das war aber ganz schwer für Sie, sage ich mal, in der Zeit. Aber wie gesagt, wir haben es verkraftet auf jeden Fall. Schalke 05.
Ich habe das schon wieder vergessen, wo es die Fotos gibt vom Sternmarsch. Wie hieß das? Lokal? Lokal? Ja, Partei jetzt. Ja. Und nun? Jetzt sind wir hier in der Kabine des FC Schalke 04. Die Heizkabine natürlich auch. Insgesamt ist die Kabine eingeteilt in drei Bereiche. Dieser Bank, links Ralf Herrmann. Lassen wir schon mittlerweile nicht mehr hier bei uns auf Schalke, Timo Hildebrand. Naja, war sie im Zeit. Auf jeden Fall kann man sagen, die richtige Entscheidung jetzt Ralf Herrmann in den Kasten zu setzen, sag ich mal. Also hier vorne die vier, dann auch meistens unser Kapitän Benny Güvelis. Früher saß auch Raoul in dieser Ecke da vorne mit der 7 hier bei uns. Aber es ist doch sehr schlicht gehalten trotzdem, gibt keine goldenen Wasserhähne zum Beispiel, denn diese Bereiche da vorne sehen genauso aus wie in allen anderen Bereichen der Arena. Das heißt, es gibt keine besonderen Toiletten. Alles ist dann doch schlicht gehalten. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass jetzt die Mannschaft nicht abgeht zum Beispiel. Okay, wir drehen mal eine Runde. Gucken mal, wie es jetzt da vorne aussieht. Wird keiner vermissen, haben wir alle zu machen. Das war keiner vergessen. Wunderbar. Okay, die Mannschaften kommen zuerst ein, zuerst auf die rechte Seite und dann kommen erst die Gäste raus und laufen dann auf die linke Seite. Hintergrund ist, das war eine Idee von Mirko Slomka, als der Trainer bei uns war, er hat nämlich jetzt da so weitergeht, aber deshalb laufen die Schalker seitdem dann recht. Das Dach können wir auch auf und zu machen, jetzt sehen wir gerade, es ist geschlossen, wobei wir können. Kommen wir vor, auch Rollbein. Das ist nur gerade auch vom Betrieb, ne? Ja. Hier, da Platz nehmen, um das zu sagen. Wo die Assauer das auch zu verbieten, das war. Wir sind geschadet. Gibt nur Schad. Wie ist denn du? Genau, wir können auch vorlegen. Die anderen greifen erst Samstag ein, wir können schon Freitag schon verwarten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich höre jetzt auch auf. Nur noch ein Satz. Wir haben noch einen Titel. Der ist auch viel, viel wichtiger als diese Schale da. Das ist ein Pokal. Wir haben nämlich einen Titel, den gar nicht so viele haben. Den meinte ich gar nicht, sondern wir haben. Wir haben nämlich einen Titel, den man nicht kaufen kann, den man nicht gewinnen kann. Der das Größte ist, was man als Fußballfan erreichen kann. Wir haben nämlich den Titel Schalker Pokal. Im Ruhrpott lebe ich schon ziemlich lange. Ich kam vor vielen Jahren einst hier an. Die Häuser waren grau, die Luft war trübe. Maloche gab's hier noch für jedermann. Zu Zeche fuhr man meist noch mit dem Fahrrad. Die Kneipen waren immer alle voll. Am Wochenende gingen wir stets tanzen. Die Bands hier im Revier, die waren toll. Hey Rupert, du warst damals einfach klasse. Mit Stahl und Kohle machte man hier Geld.